aus und vorbei. Mit dem zweiten Teil des Twilight-Finales Breaking Dawn bis zum Ende der Nacht ist nun tatsächlich Schluss mit der Filmreihe. Das Ende der Vampirsaga einzuläuten ist ganz schön emotional für die Hauptdarsteller Kristen Stewart, Robert Pattinson und Taylor Lautner, die eigens für die Deutschlandpremiere nach Berlin anreisten. It's kind of crazy, and it's so nice to see everyone still out and still excited. You still come. I'm sorry we always do these premieres in the winter. It's really mean. We've come to Berlin almost every single time, every single movie. So, it's nice to finish off here. It feels surreal. I mean, I don't think it's quite sunk in yet that this is the last one. I mean, I know it is, but still, I mean, this turnout is amazing, and the support from these fans is unreal. Unecht ist es auch für den Frauenschwarm Rob Pattinson. Der Vampirdarsteller hat noch nicht so ganz begriffen, dass er nicht mehr die Beißerchen fletschen muss. It's kind of, you know, it's a mixed feelings. I mean, I'm very interested in how I'm going to feel tomorrow when I wake up and realize I don't have to do it anymore. I mean, it's, yeah, I'm kind of curious. Der letzte Teil der erfolgreichen Filmreihe beginnt mit Bellas Verwandlung zum Vampir. Ein Prozess, auf den sich Kristen Stewart schon lange freut. I got to play her as a human for so long. That next step was so natural to her. It's like, not to be totally cheesy and quote the movie, but she was born to do that, so. Das klingt verdächtig nach einem Happy End. Doch darauf müssen Bella und ihr Edward zunächst noch etwas warten, denn die Volturi, Herrscher der Vampirwelt, marschieren auf, um den Clan der Cullens auszulöschen. Es passt den machthungrigen Blutsaugern so gar nicht, dass die frisch Vermählten nun auch Eltern einer halbsterblichen Halbvampirtochter sind. Was ist los, Alice? Die Volturi. Sie greifen uns an. Das Schicksal von Bellas bestem Freund Jacob Black ist auf ewig mit Bellas außergewöhnlichen Tochter Renesmee verknüpft. So ernst das klingt, Taylor Lautner kann nur lachen, wenn er an einige Szenen im fünften Twilight-Film denkt. My favorite scene in the film was probably the one where Bella takes Jacob in the backyard and beats him up a little bit. That was a funny one. Apropos lustig, es gibt den einen oder anderen deutschen Promi, der sich auf dem schwarzen Teppich gerne als Fan outet. Ich bin wirklich ein Twilight-Fan, habe ich alle Bücher gelesen, alle Filme geguckt bis jetzt und ich freue mich, dass ich wirklich der letzte Film in sogar in der Nähe hoffentlich von der drei wunderschönen Schauspielern genießen kann. Ne? Und die Jungen sehen so schnuckelig aus. Ne? Ja, Bella sieht auch gut aus, aber ich meine halt, wir müssen nicht über sie reden. Ne? Ich würde sehr gerne ein Foto mit ihm haben, mal gucken, ob es klappt. Ich finde den ja total heiß. Heiß finden die Fans ihren Film auch. Ob Team Edward oder Team Jacob, mit ihrem letzten Auftritt haben die Twilight-Vampire und Werwölfe einen US-Rekord für die Fantasy-Saga aufgestellt. Bei der Mitternachtspremiere in den USA spielte Breaking Dawn bis zum Ende der Nacht Teil 2 bereits 30,4 Millionen Dollar ein. Doch auch wenn die Kinokassen klingeln, der Abschied fällt trotzdem allen schwer. It's tough because I've learned a lot just as a person, just growing up. I started this franchise when I was 15 years old, so, and also as an actor. I mean, I've learned a ton just from my fellow castmates and from directors that I've worked with. So I couldn't be more thankful for those learning experiences. Das Twilight-Fieber ist erneut ausgebrochen. Am 22. November 2012 ist es dann auch hier soweit. Twilight Breaking Dawn Teil 2 startet in Deutschland. Na dann, wie vom Vampir gebissen, ab in die Kinos. Nach 18 Jahren absoluter Mittelmäßigkeit konnte ich endlich glänzen. Ich hatte nicht erwartet, du wärst noch so... Du. Es ist wunderschön. Wir haben die gleiche Körpertemperatur.